Hallo und herzlich willkommen bei einem Gameplay zu Path of Exile. Ich bin gerade mit einem neuen Bild unterwegs. Ja, der Spectre Necromancer hat mir nicht mehr so gefallen. Jetzt habe ich zwar nochmals einen Necromancer, oder bald eher. Machen wir das Labyrinth gleich. Mit Harald of Agony. Der Bild heißt irgendwie Harald of Agony Gentle Touch. Ist eigentlich ganz oben und ich denke, der ist für Solo Safe Hunt, was ich jetzt immer noch bin. Eigentlich sehr gut, nur habe ich die Items nicht. Dafür habe ich wenigstens hier die goldene Regel gefunden, aber ich frage mich, ja, was wirkt es? Es wirkt irgendwie nichts, also Chaoswiderstand und so. Also ich habe es jetzt einfach mal drin, weil ich irgendwie nicht vergiftet werde. Obwohl ich nicht 100 Stapel drauf habe. Und dennoch läuft eigentlich mega gut. Ich brauche Attack Speed Juwele, die habe ich auch nicht. Ich brauche sonstigen Mist. Mal schauen, wie das wird, aber es ist vor allem Fischpanda. Ich habe ja so wenig Zeit, weil ich so viel Sport mache und jetzt möchte ich natürlich sehr gerne in Path of Exile investieren, die kurze Zeit, die ich game. Am Abend meistens. Und deshalb begleite ich euch jetzt ein bisschen mehr. Es kommen mehr Parts. Und vielleicht auch Livestreams bald. So. Ja, gesundheitlich geht es mir halt immer noch nicht so gut. Ich bin immer noch nicht so fit, wie ich gerne wäre für Livestreams und so. Und den Spaß finde ich jetzt einfach bei Path of Exile eher als andere. Also ihr seht es, ich tue sehr viel Gift-Stacks. Virulenz-Stacks nennt man die für die für den Harald of Agony. Und ja, das Korbion macht eigentlich alles down. Das ist so richtig alles down. Ich muss eigentlich gar nichts mehr konzentrieren bei diesem Tower Defense. Das macht einfach alles down. Also vielleicht der, weil er gar nicht attackiert, aber ich hätte gedacht, Harald of Agony ist richtig langsam. Und das stimmt irgendwie nicht. Also ich habe schon mal mehrmals im Bild gemacht. Aber der war nie so tanky genug, damit ich sagen konnte, ja, Solo Self-Found geht ja gut bis in die höheren T-Levels der Maps. Nö. Und deshalb habe ich das nie so im Schirm gehabt. Aber ich habe jetzt lange eigentlich ein bisschen gesucht, wie soll ich genug tanky sein, weil der Spectromancer ist echt nicht stacky. Also tanky. Ich habe immer das Gefühl, one-shottet mich jedes Monster. Und das ist einfach, weil ich schlechte Items habe für T10 Plus. Und deshalb, nö, habe ich jetzt das nicht gewollt, weiter zu zocken. Und deshalb habe ich jetzt einige Zeit Pause gemacht mit Path of Exile. Sehr wenig gezockt. Eher Builds ausprobiert, die einfach nicht gingen, weil ich sehr viele Items brauche. Das ist halt einfach so. Also spielt am besten nicht Solo Safe Hunt. Zwingt euch zu handeln. Ich kann es nicht. Ich kann nicht handeln. Das macht mir einfach überhaupt keinen Spaß. Deshalb ignoriere ich einfach jeden Handel. Also dass ich wirklich gar nichts handle. Außer eben mit Kollegen oder so. Einfach schnell oder so. Und deshalb bin ich halt ein bisschen extrem eingeschränkt. Weil Path of Exile ist einfach ein Handelsspiel. Und jetzt eine Motivation bekomme, dass eigentlich ein Bild hoffentlich auch ohne die Items, die es braucht, eigentlich relativ gut wird. So, jetzt müssen wir aber schnell ins Labyrinth. Ging doch ein bisschen länger, als ich dachte. Was ist es? Naja. So. Bye. Ich spiele gerade ein bisschen schnell, weil ich einfach Spaß habe, vorwärts zu kommen. Nicht wundern. Einfach fragen, wenn ihr irgendwas nicht versteht. Also gut, habe ich jetzt einfach Bewegungsgeschwindigkeit auf den Waffen. Und ja, die Stacks, also die Widerstandsladung, also einfach Ladungen auf Deutsch. Energiedrasserei oder Widerstandsladung. Und natürlich ein bisschen mehr Gift auf der Rüstung. 20% Chance bei Treffen mit Angriffen zu vergiften. Ist natürlich auch gut.
Oh, ich wollte noch Poison reintun, aber das mache ich nach dem Labyrinth. Jetzt erstmal ein bisschen den Agony und Agony stärken durch das erste, ja, Necromancer-Teil. Ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, aber ihr seht, das ist eigentlich alles relativ komplett sofort tot. Das liebe ich einfach. Weil, ja, mit dem Feuerbällen der Solar, also Inferno-Wachen, Solaris-Wachen, Banner irgendwie so heißen die, habe ich natürlich extrem lange manchmal warten müssen. Weil die Gegner natürlich schon sehr viel Leben haben. Auf T10 plus. Und deshalb, es ist eigentlich relativ gut, dass ich einen anderen Beat kann wählen, der noch besser ist. Und die Blutungsfallen, die machen eigentlich gar nichts mehr. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, das ist mir wichtig. Durch euch verursacht das Bluten. Machen wir es kurz schauen, das obere. Einfach Rüstung durch Bluten, okay. Ist jetzt natürlich noch nicht die Waffe, also das Teil, was Blutung negiert. Aber das ist eigentlich das, was am meisten halt Aua macht. Vor allem die Nemesis-Monster mit den Blutstacks, die hauen natürlich extrem rein, wenn man so im Nahkampf ist. Aber ich denke, ich werde das auch durch diese, ja, die auf Deutsch, ich habe immer alles nur im Englisch drin. Das sieht man halt hier nicht. Auch durch die Götterteile von den Göttern, die Buffs. Ja, noch nicht so viel Schaden an Inzaro, aber das kommt. Geht noch ein bisschen lange. Andere, ja, Spectres sind zum Beispiel viel stärker gewesen beim ersten, zweiten Labyrinth. Und deshalb, aua! Bist du im Weg? Bitte Falle, fällt im Weg. Auch dass die nie nachkommen, ich habe jetzt einfach noch keinen Platz, sie hin zu teleportieren. Ich habe den ins Kegel, glaube ich, auf der Ersatzwaffe. Ja, ist nun mal so. So, das mache ich nicht, weil ich das nicht auswendig weiß. Das geht so, das ist zu lange. Das soll ich kurz nachschauen. Ja, ich kann sowieso nicht das ganze Labyrinth machen, sonst ist das Video zu lange. Puzzle. So. Alle sind aus, ja. Alle sind aus, das heißt, alle sind aus, rechts unten beginnen und im Uhrzeigersinn. Und schon ist es offen. Ja, wenn man nachschauen kann, ist natürlich alles einfacher. Ne, ich habe einfach keine Erfahrnissen zu Rätsel, also was muss ich unbedingt drücken, das... Ja, ich investiere zu wenig Zeit in solche Rätsel. Ich will sie einfach lösen, deshalb natürlich kurz nachschauen. Eine gute Seite, wo das alles gemacht wird. Zeigt, wie die Rätsel gelöst werden. Ach komm jetzt. Komm doch hier hin, wieso bleibst du da links? Wenn starke Gegner sind, sind sie immer weit weg. Also der Skorpion. Zitrone muss ich nicht öffnen, das senkt die Belohnungen. Okay, eine Elfe, gut. Ich glaube, drei Tränke über 11% Quality geben da mehr Orbs zum Tränke verbessern. So. Ja, wenn das Skorpion einfach mehr würde anschließen an mich selber, also in der Nähe von mir sein kann, würde der Beta schon ein bisschen schneller sein. Und
Fallen muss ich halt auch noch entdecken. Nein, das mache ich nicht. Die gehen immer so lange. Skorpion, komm. Genau. Nein, komm mit. Ja, sehr schön. Also, ich denke, das geht zeitlich noch gut. Ich freue mich, so ein starkes Bild momentan zu haben. Also jetzt einfach im Leveln schon recht schnell ist und stark ist. Wie es Endgame aussieht, ohne die richtigen Items, weiß ich nicht. Aber vor allem entspannter zu spielen. Ich brauche vom Bild, der ein bisschen entspannter ist, nach dem Fußballspielen. Habe ich nicht so das Gehirn und das leistungsfähig, dass ich sagen kann, ja, mache ich doch ein bisschen schwerere Builds oder so. Da will ich einfach nur ruhen und Action haben, damit ich Spaß habe. So. Relativ schnell. Ich will oben durch. Kein Bock auf irgendwelche Buffs. Ich mag das einfach, wie schnell der ist. Er kann natürlich noch viel schneller werden mit guten Items, aber find ihn zuerst mal Solo-Self-Front. Also es gibt so viele Builds, die einfach schwere Items, schwer zu finden Items brauchen. Ja. Ja. Du bist einfach gezwungen zu handeln, das will ich. Ich will keinen Zwang haben. Das Spiel geht's. In diesem Spiel geht's darum, ja, die guten Items selber zu finden. Ich habe immer so ein Herzkasper, wenn ich etwas Gutes finde. Oh, ich kann einige Zeit nicht geben, weil mein Herz stehst. Oh, ich habe etwas gefunden. Und deshalb kein Handeln heißt auch diese Sachen einfach mehr und schneller zu haben. Also einfach mehr Spaß zu haben, wenn du sie hast. Es geht natürlich länger, bis du sie hast, aber ja, macht einfach den Spaß so richtig in die Höhe, wenn du etwas findest, das du brauchst. Und tausendmal halt immer das gleiche Items. Aber gut. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Unique-Schwert gefunden, das eins zu vergetten gibt. Und das hätte ich in der letzten Season gebraucht. Wie nichts. Und das finde ich jetzt einfach dreimal hintereinander heute. Einfach nur heute dreimal hintereinander. Und ich so, ich brauch's doch nicht mehr. Und ich dann, ja, bekomme einfach mehr Motivation, weil es mir halt auch ein bisschen im Kopf steckt. Nee, jetzt muss ich wieder ein bisschen besser finden. Ja, solche Sachen, die tun mir gar nicht weh. Weil du hast eigentlich, du weißt ganz genau, das ist random. Und wenn du jetzt schlechte Items findest, dann wirst du trotzdem motiviert. Wenn du jetzt handelst, dann bist du einfach nicht motiviert, weil du den ganzen Scheiß findest, den du dir schon erhandelt hast oder sonst irgendwas. Und einfach gar nicht gebrauchen kannst, gar nicht verkaufen kannst. Du hast niemals so viele Emotionen wie Solo Self-Hunt oder wenigstens mit Kollegen zu spielen oder so. Die Items auszutauschen und so weiter. Das ist einfach das Coole an Solo Self-Hunt. Du bist einfach viel motivierter und freudiger, weil du einfach mehr zocken kannst, oder? Du kannst die ganze Season durchzocken, du wirst nie alles gefunden haben. Alles handeln und dann noch zwei Tagen schon fertig bist mit dem Spiel. Das geht extrem schnell mit Handeln. Das macht einfach für 99% der Spieler das Spiel kaputt. Lasst euch nicht das Spiel kaputt machen, indem ihr es zu einfach macht. Und deshalb, ja. Ich bin einfach sehr motiviert, dass es jetzt auch ein bisschen vorwärts geht. Deshalb denkt, am Anfang wird es wahrscheinlich sehr langsam vorwärts gehen. Denkt euch einfach, ihr seid... Oh, ich habe einen mega Umweg gemacht. Ja. Denkt euch einfach, macht es nämlich nicht zu schnell, macht es euch spaßig. Und das ist so selbst, auch wenn ihr am Anfang wirklich nicht vorwärts kommt, extremst. Also nicht abschrecken lassen. Und ich habe so viel Spaß gerade, dass ich kaum irgendwelche Sachen zum Reden finde gerade. Es ist ja auch ein schnelles Spiel, gerade.
Also manchmal ist Path of Exile langsam, zu langsam. Aber wenn du einen guten Bild da hast, gute Item hast, dann wird das Spiel eigentlich immer schneller. Das macht einfach dann mega viel Spaß. Also ich empfehle jedem, zockt in der Zock Path of Exile. Das ist kostenlos. Und dann in einer Gilde oder so. Solo Selfhunt, mit anderen Solo Selfhunt zusammen. Ich habe leider jetzt momentan echt wenig, die mitspielen, eigentlich fast keinen. Viele streiten sich noch ein bisschen über Path of Exile. Und ja, jedem, der sagt, ja, komm, ich möchte mit dir gerne zocken, dann eventuell eine Gilde haben. Ich kann sehr viel Geld investieren in eine Gilde. Dann macht es natürlich tausendmal mehr Spaß. Also wenn ihr Lust habt, noch mehr Spaß zu haben in Path of Exile oder noch mehr Spaß zu haben, weil du noch nicht Path of Exile spielst und gerne ein Spiel haben willst, wie das, dann, ja, kommt in meine Freundesliste am besten. Wir können immer zusammen zocken. Und ja, also mir macht Spaß, dann wird es euch auch sehr viel Spaß machen, weil ich bin ja auch nicht gerade der neueste Spieler, der auf jeden Fall Spaß haben kann. So, ja. Nächste Part kommt wahrscheinlich schon morgen. Oder eventuell sogar ein Livestream noch. Ja, ich denke morgen aber erst. Und, ja. Minecraft muss ich dann auch noch aufnehmen können, weil ich auch unbedingt ein neues Projekt starten. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.